Ja, hallo, guten Morgen, herzlich willkommen. Es ist 10 Uhr morgens, am Tag nach den heftigen Ausschreitungen in der Hamburger Sternschanze. Hinter mir wird aufgeräumt und ich würde euch einmal mitnehmen in die Sternschanze und wir können uns einmal angucken, wie der Morgen danach aussieht, nach der heftigen Krawallnacht, nachdem 1500 Randalierer die für Unruhe gesorgt haben, Barrikaden abgebrannt haben. Ich nehme euch einmal mit, wir machen einen kleinen Rundgang. Also mit großem Gerät wird hier aufgeräumt. Container wurden anscheinend extra hergebracht. Passanten stehen mit dabei und gucken sich das alles an. Helfen sogar mit. Die Helfer werden hier versorgt mit Kaffee. Gehwegplatten liegen hier auf dem Weg. Hier wurden Steine rausgenommen, die dann zu Wurfgeschossen zerbrochen wurden, die auf die Polizei geworfen wurden. Man kann das hier gut sehen. Halterungen für Car-to-Go-Fahrräder sowie die Station, in der man die Fahrräder buchen kann, wurden rausgenommen, rausgerissen. Weiter in diese Richtung sieht es schon wieder ziemlich ordentlich aus. Wir sehen jetzt hier rechts die Rote Flora, das autonome Zentrum. Hier wurde offensichtlich schon alles wieder aufgeräumt, die Reinigungskräfte, so war zumindest aus verschiedenen Live-Tickern zu lesen, sind schon seit 6 Uhr morgens im Einsatz, also seit 4 Stunden mittlerweile. Seit 4 Stunden wird hier aufgeräumt. Direkt vor der Roten Flora. Also ihr seht, in Teilen hat sich die Lage hier erstaunlich schnell wieder beruhigt. Wenn man auf den Boden guckt, dann sieht man, dass hier überall verkohlte Steine sind. Hier und da sieht man noch Ansammlung von Barrikaden. Das war mal ein Stromkasten, der jetzt kein Stromkasten mehr ist, der komplett zertrümmert wurde. Ich war gestern bis Mitternacht noch hier hoch in dieser Straße, habe mir das Geschehen angeguckt. Hier brannte ein bestimmt 3 oder 4 Meter hohes Feuer auf dieser Kreuzung. Die Kasper wurde massiv demoliert. Die ganzen Geldautomaten wurden zerstört. Der Eingang des Jesus-Centers. Auch hier, die ganzen Straßen sind komplett schwarz von Asche. Es riecht hier stark nach Verbrannten, Verkohltem. Scheiben sind eingeschlagen, teilweise besprüht. Also der Mob hat hier wirklich
gewütet. Hier rechts von mir seht ihr den Rewe-Markt. Und der Butnikowski, der komplett geplündert wurde. Ich werfe mal einen kurzen Blick in den Butnikowski. So sieht er also von innen aus. Ich nehme ihn nochmal weiter mit. Die Stimmung jetzt ist relativ ruhig. Viele Schaulustige sind da, Reporter sind da. Wir sind jetzt auf dem Hamburger Schulterblatt. Dort, wo gestern 5 oder 6 Barrikaden gebrannt haben. Schon Wahnsinn, das Ausmaß der Zerstörung. Das ist mein täglicher Arbeitsweg. Ich wohne nur 5 bis 6 Minuten von hier entfernt. Hier fahre ich jeden Morgen durch, um zur Arbeit zu kommen. Und solche Bilder hat hier natürlich noch keiner gesehen. So, hier also wieder Gehwegplatten rausgerissen, rausgehebelt. Hier ist die Zerstörung nicht mehr ganz so groß, auch weil die Läden sich gut abgesichert haben mit Rollläden. Also jetzt sind viele Fotografen unterwegs, die die Ausmaße der Zerstörung hier dokumentieren. Viele Schaulustige. Hier also ein kompletter Laden verwüstet. Hören wir mich an. Für viele kaum vorstellbar, was hier passiert ist. Reporter sind da von ausländischen Kamerateams. Hier nochmal die Auswirkungen zeigen. Also Hamburger Schulterblatt. In diese Richtung hoch befindet sich die Rote Flora. Dokumentiere einmal für euch mit einem kleinen Spaziergang durch die Schanze, was hier gestern passiert ist. Man sieht hier und da immer wieder kleine Haufen von verbranntem Plastik. Dass die Reinigungskräfte hier nicht wegräumen konnten. Hier hat sich der ganze Teer offensichtlich gelöst. Auch hier Gehwegplatten rausgelöst. Hiermit wurde geworfen. Hier noch die Überbleibsel einer Barrikade. Aber die Aufräumarbeiten gehen erstaunlich schnell voran. Das war auch in den vergangenen Tagen schon so. Es hat hier ja nicht zum ersten Mal gebrannt. So, ich verabschiede mich wieder. Das war's, der kleine Rundgang durch die Schanze am Morgen nach den heftigen Krawallen. Tschüss.